Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Star Wars The Old Republic zusammen mit unserem Sagasis, dem imperialen Agenten. Ja, gut, dass ich letzte Folge so diesen Aussetzer mit drin hatte, nachdem ich dann geguckt habe, ob der wirklich mit bei ist. Nur um dann bei den längeren Abschnitten festzustellen, warum sind da verdammt Druckler drin? Ich habe so die Vermutung, das liegt erneut, so wie bei Dragon Age Inquisition bereits, an der Aufnahmesoftware. Für mich selbst ruckelt das Spiel in keinster Weise. Also zumindest, wenn es nicht leckt. Und ich habe dementsprechend jetzt auch hier mal auf Shadowplay von Nvidia umgeschaltet. In der Hoffnung, dass mir das Spiel nicht wie bei Dragon Age mit DirectX-Fehlern abstürzt. Aber das wird sich dann herausstellen. Halt, das wird falsch. Das kommt zu die wollte ich haben, um das Display wieder einzublenden. Außerdem werde ich mir jetzt den Timer setzen nach der kurzen Information. Das heißt, die Folge wird insgesamt wieder vermutlich knapp über 30 Minuten lang. Oder knapp darunter, irgendwo in dem Bereich zumindest. Falls ihr noch wisst, wo ich gestern aufgehört habe, ich habe im Endeffekt bloß jetzt den Weg von hier oben nach dort genommen, um ein, zwei Minuten zu sparen. Ansonsten ist nichts passiert. Jetzt geht's aber los an die Quests. Ist das irgendein Sith-Projekt oder braucht ihr nur Platz für ein paar Millionen Sklaven? Vielleicht beides. So, hier sollen wir ein paar Droiden die Transmitter rausnehmen. Außerdem haben wir noch Fighter hinten irgendwo, vermutlich hier einmal durch und dann. Ja, keine Ahnung, wie das miteinander verbunden sein soll. Sieht mir etwas seltsam aus. Aber zumindest dort unten sollen wir hin, um die Klassenquest zu erledigen. Dann nehmen wir das mal in Auftrag und ich habe schon wieder einen Gegner übersehen. Dabei waren die doch extra groß. So, gegen mehrere Gegner gleichzeitig ist ein bisschen hart. So, aber das kriegen wir hin. Wir sind ja ein erfahrener Agent und eine erfahrene, was auch immer sie genau ist. So, von einigen hier können wir auch Material einsammeln. Das ist sehr schön. Wenn, glaube auch nur Stufe 1, aber lieber Stufe 1 als gar kein Material. Ich glaube, wir kriegen schon allein, wenn wir hier rüber gehen, relativ viel an Gegnern zusammen. Und nicht wundern, unter uns ist die Heldenregion. Da gibt es auch noch eine Quest. Ich glaube, das könnte die Vierer-Quest sein, nach der ständig gesucht wird im Chat. Bin ich mir aber nicht sicher. So, du kümmerst dich mal um den. Während ich die kleineren schnell ausschalte. Hier mal nach da oben. Auch wenn es bloß in Deckung eingesetzt werden kann, halte ich es dafür etwas besser angebracht für mich. So, ich gehe dorthin. Und auch alles ausgeschaltet. Du nimmst den. Jetzt ist wirklich nicht die Zeit. Vielleicht ich nehme den. Oder den. Okay. So, wir haben schon 3 von 5. Das ist eigentlich auch sogar bloß Teil 1 der Aufgabe. Äh.
So, dort die. Okay, hat keiner was fallen lassen, finde ich jetzt aber gar nicht schön. Nicht reinrennen. Hep. Also das wird hier ein bisschen schwer mit den Nasen. Zumindest mit dem Blut. Weil das sind alles bloß Metallgesellen. Und noch einer. Die haben es nicht so sehr mit Blut. So, okay, wir haben 4 von 5. So, dort in Deckung gehen. So, okay. Ist da noch einer? Ja, da ist noch einer. So, was hast du für uns Schönes? Eine einfache Auszeichnung. Nehmen wir auch mit. Wo gibt es das Quest hier unten? Okay. Ich bin hier so ein bisschen im Blindflug unterwegs, so ist nicht. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Umso mehr Action gibt es zu sehen. Oh, das sieht doch nach einer Treppe aus. Da sind auch bloß Droiden. Da sind noch mehr Droiden. Ja, dann gehen wir erstmal hier weiter wieder. Wo kommt ihr denn her? Das finde ich überhaupt nicht fein. Den kann ich eben doch nicht übersehen gehabt haben. Der muss respawned sein. So, okay, dann den mal nehmen. So, den auch einsammeln. Teil 1 und dann sollen wir gleich zu ihm zurückkehren. Ja gut, machen wir das einfach mal. Ich hoffe, die blastern uns nicht von unserem Gefährt runter. Doch, machen sie natürlich. Schlagen wir ein paar Nasenblut. Und hier, Versager. Und fallet nicht um. Ja, man kann es ja wenigstens mal versuchen. Mit einem höheren Level hätte es auf alle Fälle geklappt. Weil man dann die Möglichkeit bekommt, mehr Schaden auszuhalten, bevor man so umgeschmissen wird. Und ich vermute, diese großen Droiden, die machen einfach so viel Schaden, dass ich davon runtergeschmissen werde. Aber mein Gott, es ist ja nichts Schlimmes passiert. Kalia hat bloß ein paar Schrammen abbekommen. Versuche es einfach nochmal. Das reicht doch nicht. Wie wär's hiermit? So, alle drei ausgenockt. Und auf einen dritten Versuch, weil wir lernen es ja eh nicht. Das ist schon gemein, auf der Brücke kann man überhaupt nicht den Leuten ausweichen, beziehungsweise den Droiden. Die stehen einem ja wirklich direkt im Weg.
So, gleich da. Nur wir beide, Agent. Schon zurück? Habt ihr die Transmitter? Nehmt sie schon. Sieh mal an. Und ich dachte schon, Effizienz wäre aus der Mode gekommen. Ich schulde euch meinen Dank. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, übermittle ich die Daten dem Oberkommando und wir wissen mehr. Hab ich denn eine Wahl? Das ist schlimmer, als ich es mir je ausgemalt hätte. Lord Grathan steckt dahinter. Er muss es sein. Lord Grathan ist eine Bedrohung für die Stabilität von Dromund Kaas. Er hat seine Spuren gut verwischt. Wir können es zwar nicht beweisen, aber Lord Grathan hat Sicherheitscodes und planetare Daten von Dromund Kaas aus nach draußen gesendet. Alles, was eine Invasionsarmee gut gebrauchen könnte. Major Shallister ist bereits auf dem Weg zum möglichen Invasionsort und nimmt jeden Soldaten mit, den er auftreiben kann. Sie treffen euch auf der anderen Seite der Brücke. Beeilt euch! Na dann war es ja gut, dass wir umgedreht haben. 12 List. 10 List. Ja, mal gucken, was hier drin ist in der Box. Irgendein Zufallsgegenstand. Ja, Scharfschützengewehr. Eins, das nicht besser ist als das, was wir haben. Das heißt, das verkaufen wir. Sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ja, wie sonst sollte ich die anwenden, außer nach Anleitung? Leben Sie wohl. Ja, dann fahren wir wieder. So. Oh, die sind dort, also einmal dort lang. Okay. Oh, mal sehen, ob die alle schon wieder respawned sind oder noch nicht. Oh, sieht nicht so aus. Die weiter hinten. Ah, das sieht auch gut aus. Da komme ich wenigstens einmal sauber durch. Lasst mich in Ruhe, Jungs. Oh. Schlagen wir ein paar Nasen blutig. Das Thema hatten wir auch schon. Die haben keine Nasen zum blutig schlagen. Und selbst wenn sie Nasen hätten, haben sie kein Blut. Und nicht mal Loot haben sie, wenn sie schon kein Blut haben. Die Droiden von heutzutage sind nichts mehr wert. Ich habe schon zweimal Post bekommen. Ich frage mich bloß von wem. So viele Quests habe ich doch gar nicht erledigt. Mal sehen, ob wir die nächste Möglichkeit haben, überhaupt ein Postfach aufzumachen. Ja. Harry, was mit dem Major Shallister? Melde mich zum Dienst, Major. Ich hörte Gerüchte von einer Invasion. Wie kann ich helfen? Ihr hättet zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können, Agent. Während der letzten 3 Tage wurden von Dromund Kaas aus mehrere Übertragungen getätigt und von Schiffen im Orbit eines nahegelegenen Asteroiden empfangen. Die Übertragungen enthielten sichere Landekoordinaten für die Planetenoberfläche und Sicherheitscodes, mit denen man die Orbitalverteidigung umgehen kann. Das meiste habe ich schon von Captain Eisen gehört. Die Frage ist, wer steckt hinter der Invasion? Natürlich. Ich wollte nur gründlich sein. Vor einigen Stunden haben kleine Fähren, die den Sensoren entgehen können, damit begonnen, Truppen auf der Planetenoberfläche abzusetzen. Diese Truppen sind brutale, fremdartige Söldner im Dienst des Verbannten Lord Tytonus. Wer in der Sith-Politik bewandert ist, wird sich erinnern, dass sie die Rebellin war, die auf Beckerin ihr eigenes Königreich ausgerufen hat. Ich glaube, Captain Eisen hielt Grathan für den Verantwortlichen. Möglicherweise hat Lord Grathan ihr die Informationen verschafft. Doch es ist nicht seine Armee, die gerade einfällt. Lord Tytonus hat genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst. Momentan sind so viele unserer Truppen vom Planeten abgezogen, dass sie sogar Kaas City einnehmen könnte, wenn sie ihre komplette Söldnerarmee anfliegt. Wir müssen ihre Fähren an der Landung hindern und ihre Truppen zurückschlagen. Ich habe bereits alles aufgewendet, was mir zur Verfügung steht. Jetzt ist es an euch.
Ja, wieder die Ein-Mann- bzw. Zwei-Mann-Trupps, die alles erledigen. So nach dem Motto: die Besten der Besten der Besten. Und ich glaube, hier geht es zum Heldenbereich runter. Ja. Helden 4, alte Freunde. Das ist die Mission. Aber da werden wir jetzt noch nicht runtergehen. Da muss ich eh gucken, wie ich das mache, wenn ich da irgendjemandem helfe oder mit einer Gruppe mitgehe, weil das könnte etwas länger dauern. Da könnten also eventuell mit Pech sogar zwei Folgen draus werden. Oder für euch mit Glück. Hier haben wir bloß einen Händler. Und was hat Major Sven Lost zu erzählen? Ihr seht furchtlos aus und stark. Ich könnte hier eure Hilfe gebrauchen. Entschuldigt bitte. Diese langen Nachtschichten bei den Ausgrabungen des Tempels der dunklen Seite haben ihre Spuren hinterlassen. Ich bin Major Swain Lothar, Imperialer Bergungsdienst. Mein Team hat an einer nahegelegenen Ausgrabungsstelle mehrere bedeutende Artefakte gefunden. Seitdem geht alles schief. Vielleicht hat euer Team etwas exhumiert. Sie haben nichts dergleichen berichtet, nur über die Artefakte. Und dann über die mysteriösen Besucher. Zuerst waren da seltsame Geräusche im Tempel. Dann lauerten Gestalten in der Nähe. Meinem Team hat das nicht gefallen, aber ich habe ihnen befohlen, weiterzumachen. Sie müssten schon seit Tagen wieder zurück sein und ich schulde Lord Dune einen Bericht. Aber ich selbst kann nicht nachsehen gehen. Jemand muss sie finden und die Artefakte sichern. Ich bin nicht gerade zart beseitet. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von mir behaupten. Mein Team ist immer noch in den Höhlen. Was auch passiert ist, bitte bringt die Relikte zu Lord Dune. Er leitet ein kleines Lager beim Tempel der dunklen Seite. Ja, okay. Wie kommt ihr überhaupt dazu, einen Trupp zu leiten, wenn er so zart beseitet ist? Okay, alte Freunde machen wir mal aus. Ja, da gäbe es immerhin Steuerung, Linksklick. Ja, also weniger Ausrüstung würde ich das jetzt nicht zwingend machen. Ist nicht unbedingt mein Geschmack. Was haben wir hier? Wieder mal einen Schrotthaufen zum Plündern. Noch mehr Post. Das wird ja immer mehr. Ich habe hier keinen sinnvollen Schnellreisepunkt bisher. Aber ganz offensichtlich ein paar Gegner zum Ausschalten. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Irrer Schüler. Oh ja, der hat ein Lichtschwert. So, okay, einsammeln. Hier scheint es keine Bonusmission zumindest drinnen zu geben. Wo müssen wir lang? Suche nach der Archäologie-Expedition. Dann gucken wir erstmal hier oben drauf. Okay, sieht das Holopet des Archäologen an. Da fällt ja kaum auf. Ich habe nur einen Augenblick, um mich auszuruhen. Diese Dinge aus dem Tempel der dunklen Seite greifen wieder an. Jess denkt, die Artefakte ziehen sie an. Da hat er wohl recht. In dem Moment, als wir uns zum Aufbruch bereit machten, sind sie durchgedreht. Es ist Zeit, sich ihnen zu stellen. Wenn diese Irren unsere Relikte haben wollen, müssen sie uns schon töten. Ich glaube, das haben sie auch getan. Also würde ich jetzt einfach mal so sehen, hier liegen nur Tote rum. So, wir müssen weiter in die Richtung.
Ja. Ich glaube, der Sis hat hier uns den Weg schön freigeräumt. So. Ja, hier ist absolut gar nichts, was sich uns entgegenstellt. Aber man sieht schon Ruinen. Die sind uns definitiv im Weg. Sind aber zum Glück schwach. Okay, da hätte ich mir jetzt mehr erwartet von. Oh. Die Bergung wird etwas. Das Plündern wird schon etwas höher. Kriegen wir vielleicht auch Materialien zusammen für die nächsten Handwerkssachen. Oh, ein Flugpunkt und ein Schnellreisepunkt und ein Postfach. Erst einmal den hier. Der Bestimmungsort. Dann den hier freischalten. Und anschließend im Postfach nachgucken, was da so an Post ist. Wir haben noch gute 10 Minuten. Ich denke, nach der Post werde ich dann erstmal Schluss machen. Planetarische Eroberung. Ja, okay, das ist auch so ein Festungsding. Das hier ebenso, okay. Da war ich dem Server zu schnell. Ah, da haben wir was Vernünftiges. Von Sandor. Der Revan-Orden existiert bald nicht mehr. Tari Darkspanner wurde im Geheimen gefangen genommen und wird in diesem Moment von ihrer Ketzerei gegenüber dem Rat der Sis befreit. Ein Infiltrator spricht an ihrer Stelle mit den Revanitern und legt so den Grundstein ihrer letztendlichen Vernichtung. Das ist eine alte List, aber eine nützliche. Mit der Zeit werden das Revaniterlager und sogenannte heilige Orte brennen. Das Charnus drückt weiterhin seine Anerkennung eurer Bemühungen aus. Darkspinners Geständnissen nach zu urteilen, scheint der Einfluss der Revenanter sich weiter ausgebreitet zu haben als angenommen. Sogar über Drum und Kars hinaus. Nun wird diese schädliche Fäulnis vergehen und sterben. Möget ihr dem Imperium weiterhin dienen? Natürlich werden wir das. Wir werden aber auch mal kurz noch hier die Quests annehmen. Ich hoffe, damit kommen wir so an die 30 Minuten gut ran. Ihr seht aus wie ein imperialer Geheimdienstagent. Wieso schickt der Rat der Sith ausgerechnet euch, um den Tempel zu sichern? Ich bin nicht hier, um den Tempel zu sichern. Natürlich. Sie haben mich wieder ignoriert. Wie dumm von mir. Ihr seid aber hier und somit befugt, den Tempel der dunklen Seite zu betreten. Ihr könntet diesen Planeten trotzdem retten. Ich höre zu, bitte. Der Tempel der dunklen Seite ist uralt. Er wurde während einer früheren Inkarnation unseres Imperiums errichtet. Vor 1000 Jahren begrub unser Imperator hier seine Feinde. Diese Feinde sind selbst im Tod noch mächtig. Darum wurde der Tempel versiegelt. Aber nun ist etwas Schreckliches passiert. Irgendein Idiot hat sie aufgeweckt? Als der Imperator sich anderen Angelegenheiten widmen musste, suchte eine Gruppe ehrgeiziger, aber unwissender Sith Macht zu erlangen, indem sie den Tempel plünderten. Die gesuchten Reliquien fanden sie nicht. Stattdessen erweckten sie einen uralten Sith-Lord, Lord Kallik. Die gesamte Expedition fiel dem Wahnsinn anheim. Sind sie immer noch da drin? Alle, die noch am Leben sind, ja. Lord Kallik starb in einem Hinterhalt und wusste wohl nichts von seinem Tod, als er aufwachte. Seine Erwartungen wurden zur Realität für seine Umgebung. Seine Macht überwältigte alle im Tempel. Und selbst jetzt bekämpfen sich die Arbeiter, halten sich für Sith Lords und beziehen ihre schrecklichen Kräfte von Lord Kallik selbst. Wie komme ich ins Spiel?
die Kämpfe selbst sind mir egal. Aber sie könnten Schlimmeres nach sich ziehen. Es gibt noch andere uralte Sith-Lords, deren Geister im Tempel schliefen. Wenn diese alten Sith-Lords von all der Gewalt erwachen, könnten sie Dromund Kaas überrennen. Die sollen ruhig weiter schlummern. Ich habe die Grabkammern drinnen untersucht. Sie sind alle nach demselben alten Muster gebaut. Das hilft uns weiter. Wenn ihr die 500 Kilo schweren Türangeln an jeder Gruft verschweißt, wird selbst der heftigste Angriff die Alten nicht mehr aufwecken. Ich sorge schon dafür, dass niemand überlebt. Und dann kommt der nächste Haufen Idioten und stürzt uns wieder in denselben Schlamassel. Das Team, das ich bereits hineingeschickt habe, benutzte einen massiven Schweißbrenner. Effektiv, aber langsam. Sie sind nicht weit gekommen. Ihr müsst den Schweißbrenner finden und die Türen der Alten versiegeln. Ja, ich denke, das können wir machen. Was hat Captain Physik zu sagen? Ich habe 3 Expeditionen in den Tempel der dunklen Seite geschickt. Keine kam zurück. Ich weiß nicht sicher, was los ist, aber wer dort hineingeht, der kommt nicht wieder raus. Und ich dachte, Mut sei eine Voraussetzung beim imperialen Militär. Also wenn ihr findet, dass es übertrieben ist, sich vor etwas zu fürchten, das Sith töten kann, ihr könnt den Tempel der dunklen Seite überleben. Ich bitte euch, mir und dem Imperium einen Gefallen zu tun. Die Leute, die ich hineinschickte, haben bestimmte Daten gesucht. Sie waren verzichtbar, größtenteils Sklaven. Aber die Daten sind wichtig. Ihr seid nicht befugt, mir Befehle zu erteilen. Da habt ihr recht. Doch bedenkt bitte, dass ihr dem Imperium einen großen Gefallen damit hättet. Man würde euch fürstlich belohnen. Ich verlange ja nur, dass ihr die Daten findet, die gesammelt wurden. Wenn ihr nur Leichen vorfindet, bringt mir die Datenpads. Die Informationen sind für weitere Bauvorhaben auf Dromund Kaas wichtig. Bitte helft mir. Ich gebe auf. Ich tue es. Ich markiere euch auf der Karte, von wo aus ich zuletzt von der Expedition hörte. Mehr kann ich nicht tun. Ja. Mit dem Auftrag möchte ich euch dann auch allein lassen für heute. Das war jetzt für mich recht im Sinne die Folge 23. Und morgen geht es dann mit der 24 weiter. In dem Sinne möchte ich für eure Aufmerksamkeit danken und bis morgen, euer China Tiger.